ho, ho! Herzlich willkommen im 7. Türchen des Booktuber Adventskalenders. Ich freue mich wirklich sehr, Teil dieser wunderbaren Winter-Weihnachts-Advents-Gruppe zu sein und erzähle euch heute ein bisschen was über Buch- und Filmtipps zur Weihnachtszeit. Und lasst uns damit direkt starten. Ich habe sie so ein bisschen neben mir. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit den Büchern an. Und ein Buch, das ich seit locker 12, 13 Jahren jedes Jahr lese, ist von J.R.R. Tolkien die Briefe vom Weihnachtsmann. Das sind Briefe, die der Weihnachtsmann an die Kinder von Tolkien geschickt hat und die wirklich wunderbar illustriert sind, die wunderbar von der Zeit um Weihnachten erzählen und wirklich ganz, ganz wunderbare Briefe. Und der liebe Weihnachtsmann erzählt hier so ein bisschen von der Zeit, wie es gerade so ist, was es mit den Eisbären so auf sich hat, wie es seiner Frau geht und was der Stress um die Weihnachtszeit macht. Eine Geschichte oder Geschichten, die sich relativ gut weglesen lassen. Es sind nur ein paar Briefe, aber so jeden Tag ein Brief und man hat wirklich so kleine Highlights des Tages. Die nächste Geschichte habe ich vor 2 Jahren entdeckt, und zwar Der Zauber des ersten Schnees von der lieben Michelle Schrenk. Eine Geschichte, die mich damals sehr, sehr berührt hat, auf die ich dieses Jahr auch unglaubliche Lust hätte. Ich weiß noch nicht, ob ich sie integrieren kann in meinen Weihnachtsvorbereitungen. Eine Geschichte, die sehr emotional ist, die wunderbar sich die Frage stellt, ist Schnee oder der erste Schnee wirklich immer ein Wunder? Kann hier ein Wunsch erfüllt werden? Und was bedeutet das für die große Liebe? Eine Geschichte, die wirklich unter die Haut geht, die ans Herz geht, die viel zum Nachdenken bereithält und die mir wirklich unglaublich gut gefallen hat und die, wie ich finde, einfach so zur Winter-Weihnachtszeit dazugehört, wenn man eben wirklich etwas fürs Herz sucht, wenn es draußen kalt ist und man so ein bisschen sich einkuscheln möchte und eben mit einer wunderbaren Geschichte umhüllen möchte. Das Weihnachtsglas von Jason F. Wright wurde von mir bereits 2 oder 3 Mal gelesen. Es ist eine ganz klassische Weihnachtsgeschichte, was Menschen eben tun können, um anderen eine Freude zu bereiten. Und der Trend des Weihnachtsglases ist wohl nach dieser Geschichte so gefühlt in ganz Amerika ausgebrochen und war wohl auch schon vorher großer Teil Tradition, denn man sammelt das ganze Jahr eben Kleingeld. Und dabei entscheidet man eben selbst, bis zu welchem Betrag. In Deutschland ist ja aktuell so dieser 5-Euro-Schein-Spartrend irgendwie eingetreten. Andere sparen eben alles an Kleingeld pro Woche. Was eben im Geldbeutel ist, wird Freitag rausgeräumt, egal ob 10 Cent, 20 Cent und sonstiges. Und dieses Glas, was eben das ganze Jahr besammelt wird, mit diesem macht man dann eben etwas. In diesem Fall sind eben viele Fälle sozusagen dabei, wo eben Nachbarn das an ihre bedürftigen Nachbarn, Mitmenschen sozusagen weitergeben, damit diese sich eben das ein oder andere Geschenk zu Weihnachten gönnen können und eben Wünsche in Erfüllung gehen. Ich finde das eine ganz wunderbare Idee, einen tollen Brauch, und auch ich selbst sammle tatsächlich das ganze Jahr über Kleingeld und spende mein gesammeltes Kleingeld, allerdings glaube ich nur bis zu den 10 Cent, wird von mir immer aus dem Geldbeutel rausgeräumt. Ergibt aber, man mag es gar nicht glauben, tatsächlich am Jahresende schon eine tolle Summe, wo man dann eben wirklich was Sinnvolles damit tun kann. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber diese Geschichte ist wirklich herzenserwärmend und bringt einem so den Gedanken von Weihnachten nochmal ein bisschen näher. Jackie Felgood hat es letztes Jahr mit ihrem Buch im Grunde absolut getroffen. Die schönste Zeit des Jahres ist natürlich die Advents- und Weihnachtszeit, und nicht nur dieses Cover lädt für und zu Weihnachten ein, sondern auch die wunderbare Geschichte um Zoe, die einen ganz besonderen Adventskalender bekommt, um eben wieder mal in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und die Geschichte ist mir letztes Jahr unglaublich ans Herz gegangen und war so schön erzählt. Es ist wirklich mit eins der schönsten Bücher von Jackie, die ich gelesen habe, jetzt innerhalb der letzten 1,5 Jahre, wo ich ihre Bücher verfolge, und die einen wirklich ans Herz geht, das einen mitnimmt, das eine tolle Geschichte erzählt, das Witz hat, aber dennoch auch berühren kann. Man lacht, man weint und hat unglaubliche Emotionen dabei. Und es gibt ganz wunderbare Begegnungen mit wunderbaren
Ideen, wie man seinen Tannenbaum nennen kann. Und ich fand es einfach großartig gemacht. Es hat mir wirklich gut gefallen. Es war das letzte Buch aus ihrer Jahreschallenge, wo sie ja 12 Bücher in 12 Monaten herausgebracht hat. Und ich auch wieder das Cover. Ich finde es einfach hinreißend. Ich habe es auch letztes Jahr dann zur Weihnachtszeit geschenkt bekommen und habe es letztes Jahr auch wirklich absolut verschlungen und habe es dieses Jahr auch noch fest im Plan, es nochmal zu lesen, weil ich einfach mit Jackie auch in Weihnachtsstimmung kommen möchte. Bei den Filmen bin ich jetzt ein bisschen bunt gemischter. Einer meiner traditionsreichsten Weihnachtsfilme ist wohl Rudolf mit der roten Nase. Ich glaube, zu der Geschichte von Rudolf muss man nicht mehr viel erzählen, denn er kommt mit einer roten Nase auf die Welt und alle anderen Rentierkinder machen sich lustig über ihn. Doch dann wird seine Nase gebraucht und er leuchtet sozusagen allen anderen den Weg. Ja, Rudolf ist im deutschen Raum natürlich nicht ganz so eine tragende Figur wie vielleicht im amerikanischen. Ich weiß gar nicht, kommt unser Weihnachtsmann auch mit dem Rentier? Muss ich mal drüber nachdenken. Bei mir kommt ja, das Christkind. Dementsprechend habe ich sozusagen mit dem Weihnachtsmann nicht ganz so viel zu tun. Zum Glück, sonst würde er mich am Ende ja vielleicht mal mitnehmen zum Nordpol, um meine Güte. Und Rudolf ist natürlich eine wunderbare Kindergeschichte, ein wunderbares Märchen, das immer wieder berührt und einfach auch mit wunderbarer Musik, einem Lied, das wir alle kennen, einfach auch bekannt ist und mich immer wieder in meine Kindheit zurückbringt, mich immer wieder berührt und auch zum Weinen bringt und ein wunderbarer Film, den ich echt ganz, ganz toll finde. Weil es dich gibt, ist nicht direkt ein Weihnachtsfilm, aber ein Film, der bei mir immer zur Weihnachtszeit mindestens einmal laufen muss. Und ich bin ein absoluter Fan von diesem Film mit Kate Beckinsale und John Cusack und ein Film, der einfach schön ist. Er ist so romantisch, er trieft so vor Kitsch und zu keiner anderen Jahreszeit würde ich das ertragen, aber zur Weihnachtszeit liebe ich diesen Film. Denn die beiden treffen sich rein zufällig beim Kaufen eines Weihnachtsgeschenkes für ihre jeweiligen Partner und wollen das letzte Paar Handschuhe sozusagen, eigentlich jeder beide. Und merken aber, irgendwas funkt da zwischen uns und sie ist so ein bisschen auf dem esoterischen Trip und sagt sich, Mensch, wenn das Schicksal möchte, dass wir jetzt zusammen sind, dann muss es den Test sozusagen auch bestehen und es geht nur knapp fehl, doch beide können einander nicht vergessen und so sind sie beide ein bisschen auf der Suche nach dem Serendipity, nach diesem wunderbaren zufälligen Moment und ob der vielleicht doch etwas zu bedeuten hat. Eine wunderbar romantische Liebesgeschichte, wie sie für mich im Bilderbuch steht. So viel Emotion, trotzdem Witz, tolle Charaktere, wirklich auch tolle Schauspieler mit dabei und so viel Irrungen und Wirrungen und dennoch, ach, es ist einfach ein absoluter Traum. Und das alles eben zur Winter-Weihnachtszeit, dann auch noch in New York City. Es ist ein absoluter Traum und ach, es ist einfach schön. Es ist Kitsch, aber es ist schön. Und dann ein Film, ach, mein persönliches Weihnachtshighlight in jedem Jahr, ist Jede Frau braucht einen Engel mit Gary Grant und einfach in Schwarz-Weiß, beziehungsweise so ein bisschen nachkoloriert. Ich liebe diesen Film. Ich habe den als Kind schon immer geliebt und ich liebe ihn auch heute noch. Ich habe ihn als Kind mindestens immer zweimal pro Jahr gesehen und war immer total verliebt in Gary Grant, in diesen Engel, der auf die Erde kommt und da doch so ein bisschen merkt, huch, was geht da in mir vor, was passiert da mit mir und der Frau des Pfarrers und einfach so eine, oh, ich kriege direkt Gänsehaut, eine so tolle Lebensliebesgeschichte, die mich einfach echt immer wieder fasziniert. Und dann habe ich sie einige Jahre nicht im Fernsehen gesehen und habe dann auf Rebuy diese DVD entdeckt und direkt zugeschlagen, als der Kaufalarm gemeldet hat. Und das Lustige war dann, dass die liebe Denise, die auch einen YouTube-Kanal hat oder hatte, gerade diese DVD verkauft hat und ihre DVDs aufgelöst hat und wir so dann auch ins Gespräch gekommen sind. Und sowohl die DVD von Denise bei mir gelandet, ist auch noch eine lustige Vorweihnachtsgeschichte. Eine Geschichte, die mir immer ans Herz geht, die ich einfach wunderbar finde. Es gibt so monumentale Szenen, wie wunderbar der Engel Dudley einen Weihnachtsbaum schmückt und ach, es ist einfach so wie Gefühl, so wie Liebe, auch wunderbar Kitsch, aber eben auch so mit Lebensweisheit und es ist eine Geschichte, die mich immer in absolute Weihnachtsstimmung bringt. Und den vierten Film muss ich euch leider nun einblenden, da ich total unvorbereitet bin und die DVD leider
nicht mit hochgenommen habe, als wir sie das letzte Mal geguckt haben. Aber zum Beispiel den Film gibt es auch auf Netflix. Ja, es ist Verrückte Weihnachten mit Jamie Lee Curtis und Tim Allen. Ein Weihnachtsfilm, der mal ganz anders ist, denn er ist lustig. Ja, tatsächlich, man muss zur Weihnachtszeit auch mal lachen. Und bei dem Film handelt es sich um eine Buchverfilmung von John Grishams Das Fest. Also es ist eigentlich ein Buch, eine wunderbare Geschichte, die gar nicht zu Grisham gefühlt passt, aber dann, wenn man es gelesen hat, doch wieder dahin gehört. Und es ist wirklich eine Geschichte, die lustig ist. Denn die beiden Eltern sind dieses Jahr das erste Mal ohne ihrem erwachsenen Kind, das irgendwo in Südamerika ist und Weihnachten nicht zu Hause verbringen will. Und sie verweigern sich dem traditionell klischeehaften amerikanischen Fest. Sie wollen ihr Haus nicht dekorieren, sie wollen in die Karibik fliegen, gehen dementsprechend auch schon ein bisschen im Solarium, um vorzubräunen, und haben keinen Bock, sich diesem Weihnachtsstress irgendwie zu geben. Die Nachbarn aber wollen unbedingt, dass das Haus dekoriert ist, dass Frosty auf dem Dach steht, und das gibt eine wunderbare Chaos-Nachbarsgeschichte, die ganz anders endet, als man es vielleicht erwartet, und ich es einfach großartig finde und ich es einfach super lustig finde und es mich auch in Weihnachtsstimmung bringt und man dann eben einfach auch mal so drüber lacht, nicht alles so ernst sieht im Leben. Und die Weihnachtszeit ist ja für viele eine sehr stressige Zeit. Mit diesem Film kann man aber diesen ganzen Stress so fallen lassen, einfach mal herzhaft lachen und ja, einfach mitfiebern und sich fragen, ob man nicht auch einen 2,40 Meter Frosty im Garten haben möchte, wie ich. Ja, das waren soweit meine Film- und Buchtipps. Und vielleicht habt ihr ja auch Film- und Buchtipps, wo ihr sagt, Mensch, das kann man auf jeden Fall auch noch lesen und noch ist ja ein bisschen Zeit. Schreibt uns die gerne in die Kommentare, lasst uns da noch ein bisschen in den Austausch kommen. Vielleicht auch für andere, die jetzt hier mit dabei sind und in den Kommentaren gucken. Vielleicht ist da noch ein Film- oder Buchtipp. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen, was so euer Highlight um die wunderbare Jahreszeit ist. Was ihr immer wieder lest, was ihr immer wieder anguckt. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Und schaut euch morgen auch mal das 8. Türchen an. Da sind wir bei der lieben Fanny. Ich packe alle Kanäle natürlich unten in die Infobox und seid da auf jeden Fall täglich ein bisschen aktiv. Guckt vorbei. Gebt gerne natürlich auch liebe Grüße in den Kommentaren, wenn ihr vielleicht auf einen Kanal trefft, den ihr noch nicht kanntet vorher. Würde ich mich mega freuen und lasst uns gemeinsam diese Weihnachtszeit ein bisschen genießen und schöner machen. Und ich freue mich morgen aufs 8. Türchen. Und wenn ihr ein Türchen in der Vergangenheit natürlich nicht irgendwie mitbekommen habt oder verpasst habt, auch natürlich in der Infobox. Ich hoffe, ihr hattet nun recht viel Spaß mit meinem Video und habt vielleicht auch was Neues dabei entdeckt. Darüber würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Wünsche euch nur noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.